So, guten Abend, Herr Gruber. Guten Abend. Jetzt haben wir uns hier zusammengesetzt, um so ein bisschen mal aus Ihrem Leben ein bisschen was zu hören. Wir werden jetzt ein bisschen plaudern. Stellen Sie sich vielleicht mal kurz vor. Ja, wenn Sie das alles hören wollen, bin ich gern bereit. Also ich bin am 12. Oktober, an einem Sonntag 1919 in Speyer am Rhein geboren. Und zwar im armen Sünderweg. Das war ganz draußen im Norden vor der Stadt Speyer, wo das heutige, wo das ehemalige Gaswerk, das heute nicht mehr existiert, steht. Das ist in der Nähe vom Friedhof, ne? Ja. Und Sie sind dort im Abendsünderweg geboren oder im Krankenhaus irgendwo? Was Nein, im Abendsünderweg. Ich bin bei meiner Großmutter mütterlicherseits geboren worden. Wie das früher so üblich war, da waren die Hausgeburten an der Tagesordnung bei ärmeren Leuten. Die reicheren Leute, die betuchteren Leute, die konnten sich einen Krankenhausaufenthalt für die Geburt leisten. Aber die älteren Leute oder die ärmeren Leute konnten das nicht. Und so, deshalb bin ich im Abendsünderweg bei meiner Großmutter mütterlicherseits geboren. Also 1919, das war ja kurz nach dem Krieg. Ja, ich bin also die Wiedersehensfreude nach dem Ersten Weltkrieg. Mein Vater wurde im Dezember 1918 entlassen in Fürstenfeldbruck und kam dann nach Hause und ich bin die Wiedersehensfreude. Und wie lange haben Sie da gewohnt im Abendsünderweg? Ich habe vielleicht nach Aussagen meiner Mutter knapp ein Jahr gewohnt und dann zogen wir in die Speyerer Innenstadt und zwar in die Wormser Straße 45 in die Dachwohnung. Die hat man Mansarden genannt. Mhm. Und dort habe ich meine Jugendzeit teilweise verbracht. Wormser Straße 45, welche Höhe ist das? Was ist da in der Nähe? Das war gegenüber von der früheren Volksbank, Bäckerei Nagel, heute Elektrokall im Nebenhaus. Da ist der Eingang zum Gästchen, oder? Der Eingang ist in die Johannitergasse, aber postalisch hieß es Wormser Straße 45. Und da sind Sie also aufgewachsen? Ja, und zwar, sagen wir mal, von gut 1920, 21 an im Frühjahr bis 1930 wohnten wir in der Wormser Straße. Und an was können Sie sich da erinnern? Was haben Sie so in der Jugend dort gemacht, als Kind? Ich kann mich an vieles erinnern. Und zwar meine Erinnerungszeiten gehen zurück bis zum dritten Lebensjahr. Ich kann mich entsinnen, dass ich als kleines Kind immer auf der Gasse spielte mit den Kindern von Memmel. Memmel war eine große Schreinerei, existiert heute noch als Bilderrahmensgeschäft. Und dort haben wir immer gespielt mit den Memmelskindern. Da gab es seinerzeit mehr Kinder als heutzutage. Und da ist die Zeit wie im Fluch herumgegangen. Und unter Tag bin ich unter der Woche auch in den Kindergarten gegangen. Der Kindergarten hieß Fröbelscher Kindergarten in der Karmeliterstraße. Das ist in der Nähe von der Zeppelinschule. Wo genau in der Karmeliterstraße? Wissen Sie das noch? In welcher Höhe ungefähr? Ja. In der Geilergasse, also Höhe das Geilergasse? Zwischen der Ludwigstraße und der kleinen Geilergasse, neben der früheren Bäckerei Hilschmann, die es heute nicht mehr gibt. Da war ein alter halbstöckiger Bau der Diakonissenanstalt und da sind wir als Kinder hineingegangen, bis wir zur Schule kamen. Und was haben Sie da im Kindergarten so gemacht? Wie waren das große Gruppen oder was hat man da mit Ihnen gemacht? Ja, wir haben da, die Erzieherinnen waren Diakonissen und die Diakonissen haben uns in der Frömmigkeit
in der Ethik ein bisschen erzogen, haben uns Lieder, Kinderlieder und fromme Lieder singen lernen. Da haben wir gespielt und haben gebastelt und haben Spaziergänge gemacht. Mhm. Wie lang war das dann? Ist man da den ganzen Tag hingegangen oder nur der ich halbe? Ich bin morgens von um 9 bis um 12 Uhr in die Kindergarten gegangen und mittags von um 1:30 bis um 4, 4:30 und dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Anfangs wurde ich hingebracht und als sicherer war und den Weg wusste, dann bin ich alleine zurückgegangen. Da war noch nicht so ein großer Verkehr wie heute. Da sind vielleicht 20 Autos in Speyer rumgefahren, mehr nicht. Also gestern haben Sie dann daheim? Ja, immer. Immer. Haben die das aber dort angeboten im Kindergarten, das Essen, oder ja, haben die grundsätzlich? Damals war man noch nicht so weit, dass es im Kindergarten Essen gegeben hat. Es hat mal zur Pflaumenzeit und zur Äpfelzeit hat schon die Gemüse einen Apfel oder sowas bekommen. Bananen, das war schon was Hochgestochenes, das gab sehr, sehr selten. Mhm. Und dann haben wir gespielt und sind wieder nach Hause. War das dann auch im Freie? War das so ein Freibereich? So es war Platz, ein oder? Schöner Garten mit großen Bäumen. Wenn im Sommer heiß war, hat das Laub Schatten gespendet. Man konnte sehr, sehr schön spielen und es war eine wunderbare Zeit. Wie viele Kinder waren da so ungefähr? Also so knapp geschätzt? Ich entsinne mich, dass wir zwei oder drei Gruppen waren. Die Älteren waren eine Treppe höher und die Jüngeren waren unten. Es waren vielleicht so 40, 50 Kinder in zwei, drei Gruppen aufgeteilt. Und bis wie viele Jahre ist man damals in die Kindergarten gegangen? In die Kindergarten ist man ungefähr gegangen, wenn man gut sauber war, so mit 3 Jahren bis zu 6, bis man zur Schule kam. Und dann ging es in die Schule? Und dann ging es in die Schule. In welche Schule sind Sie dann gegangen? Ich wurde im April 1926 eingeschult in die Volkshauptschule und zwar in die Pestalozzi-Schule in der Ambrosstraße, die heute nicht mehr existiert. Heute steht dort die Sparkasse Speyer, die Stadtsparkasse Speyer. Das waren, glaube ich, zwei Schulen, ne? Pestalozzi und die Realschule, oder ist es in der Realschule erst später gekommen? Die Realschule war der vordere Teil vom Sievertsplatz her gesehen, von der Monser Straße. Und rückwärts von der Ambrosstraße war die Pestalozzi-Schule, aber das war ein Bau. Mhm. Und in dem Bau war ja auch das Museum, das historische Museum. Ja, früher mal. Meine Mutter hat immer gesagt, du bist da drin, wo früher mal das Museum war. Aber das war zu der Zeit dann nicht mehr? Nein, das Museum wurde ja in den Jahren 1908 bis 10 gebaut und 1910 in den Maitagen eingeweiht. Mhm. Und dann ist das Museum ausgezogen und dann in der Nähe vom Dom. Ja, da was jetzt heute ist. Ja. Und Sie sind dann in die Pestalozzi-Schule, in die Grundschule gegangen? Hat es damals Grundschule geheißen oder Volksschule? Es hat Volksschule geheißen. Da bin ich in der ersten und der zweiten Klasse war ich in der Pestalozzi-Schule. Mhm. Und weil die Jahrgänge 1920 und die folgenden sehr kinderreich waren, wurden wir dann aufgeteilt. Damals gab es noch Konfessionsschulen. Was war das? Konfessionsschule war, wer katholisch war, ging in die katholische Schule. Wer evangelisch oder protestantisch, wie man hier sagte, war, da ging in die protestantische Schule. Die jüdischen Kinder gingen in die jüdische Schule. Und wo waren die Schulen? War das? Die Schule war in der Pestalozzi-Schule, es war aufgeteilt. Die protestantische Klasse war für sich, die jüdische Schule war für sich, die Hilfsschüler waren für sich, die nicht so mitgekommen sind, und die katholischen Schüler waren für sich.
hat man da nochmal getrennt zwischen Bube und Mädchen oder war das gemischte Klasse? Ja, nein. Die Buben waren für sich und die Mädchen waren für sich oder umgekehrt. Und erst, als ich in die dritte, vierte Klasse kam, da wurde ich in die Rossmarkschule. Und die Speyer Rossmarkschule in der Rossmarkstraße war eine ausgesprochene protestantische Mädchenschule. Mhm. Aber weil so viele Kinder da waren, wurden wir Protestanten in eine gemischte Klasse mit Mädchen und Buben. Da saßen auf der Fensterseite die Mädchen und auf der Wandseite innen die Knaben, die Buben. Mhm. Also war es dann doch wieder getrennt? Ja. Aber in einer Klasse. Ja, ja. Nur sitzen wir. Es war kein Mädchen und ein Bub zusammengesetzt, sondern die Mädchen für sich in einer Reihe und die Knaben für sich in einer Reihe. Und die Schule war ungefähr so zwischen 30 und 40 Kinder stark. Mhm. Und wie muss ich mir das vorstellen mit Schulbüchern und so? Was gab es damals? Man musste die Bücher selbst kaufen. Mhm. Und nur die armen Leute haben von der Stadt Hilfe bekommen, indem sie die Bücher gestellt bekamen und die mussten am Schulendejahr wieder zurückgegeben werden. Wenn ein Schulwechsel war, da gab es immer wieder neue Bücher, weil die Lehrstoffe anders waren. Und Hefte? Gab es damals diese Tafel noch? Es gab die Tafel, wo mit Kreide angeschrieben wurde und dann gab es auch Hefte, wo man reinschreiben musste. Mhm. Aber die Hefte haben Sie selbst Die Hefte gekauft. Mussten wir selbst kaufen bei einer Buchhandlung Jägen oder Teile, die damals in Speyer existierten. Und dann haben wir Tintefässer gehabt und dann mussten wir schreiben. Gab es damals noch mehr so Schreibwarengeschäfte? Können Sie sich da erinnern? Es gab Hertel, Eichenlaub, Teile, Büchner. Wissen Sie noch, wo die waren ungefähr? Teile, klar, am Postplatz? Teile am Postplatz, Jägen in der Rosmarkstraße, Büchner in der Kämmererstraße, Hertel in der Heidenreichstraße, Eichenlaub in der Gutenbergstraße. Aber ziemlich weit vorne, ne? Also in der Nähe von der Bomsachstraße. Nein, der Eichenlaub war in der Nähe vom Sievertsplatz, also ja. Heute wie die Brandplatz. Mhm. Die gibt es ja auch fast alle nicht mehr, gell, jetzt. Das ist vorbei. Die sind alle eingegangen. Ja, ja, ja. Später ist dann der Daum noch dazu gekommen. Genau, richtig. In der Wormser Straße. Und dann, das fällt mir jetzt gerade im Augenblick ein. Wissen Sie noch, welche Unterrichtsfächer das da gegeben hat? Hat Deutsch gegeben, Rechnen, Lesen, Schönschreiben, Geschichte, Turnen. Geschichte? Ja, auch schon. Ja. Ja. Und zwar Pfälzergeschichte. Oha. Ja. Und was hat man da so über die Pfalz, die Geschichte dann? Und ja, da wurde hauptsächlich Paul Münch gelehrt, der Pfälzer Dichter, das Lied von Jost, das Pfälzer Lied. Warum ist es am Rhein so schön und so weiter? Das hat man dann gesungen. Und wenn der Pfarrer kam in der dritten, vierten Klasse, da hat man dann kirchliche Lieder gelernt. Das war dann im Rahmen des Religionunterrichts? Ja, ja. Und Turnen, haben Sie das in der Halle dann gemacht? Oder ja, da war eine Turnhalle in der Rosmarkschule. Später, als ich in die Zeppelin-Schule kam, war eine noch viel größere, schönere Turnhalle. Leider hat es bei mir von der Familie her gesehen nicht gereicht, eine höhere Schule zu besuchen, weil das alles mit geldlichem Aufwand verbunden war und das konnten wir schlecht finanzieren, meine Eltern. Wir waren drei Kinder
Und Vater und Mutter waren 5, das war doch meistens zu viel. Und mein Vater hat in der Woche nur 30 Mark verdient. Wo hat er gearbeitet? In der Zellulosefabrik. Die Zellulosefabrik war unten am Rhein, ganz weit unten, über der Ziegelei, die auch schon weit vor Speyer war. Und Zelluloid wurde da hergestellt? Zelluloid. Das ist das alte Filmmaterial oder was? Man machte Puppenstoffe. Die rosane Puppenstoffe wurden dort gemacht in Form von Rühren. Es wurden Platten geschnitten, um die Akkordeons außen schön zu machen mit Fischsilber und so weiter. Und das waren alles die Produkte, die in der Zellulosefabrik hergestellt wurden. Okay, Sie sind also in die Pestalozzi, dann in die Rossmarktschule. Dann sind Sie später in die Zeppelin-Schule. Ja, dann bin ich in die Zeppelin-Schule gegangen, ab der 5. Klasse bis zur 8. Ich habe 8 Klassen Volkshauptschule gemacht und die erfolgreich abgeschlossen und dann noch 2 Jahre Berufsschule. Wo war die Berufsschule dann? Die Berufsschule war auch in der Zeppelin-Schule. Ah ja. Hat es dann jeder machen können? Oder diese Berufsschule, gab es irgendwie so eine Ausrichtung auf eine bestimmte Berufszweig? Ja, oder? Ja. Da gab es Spengler, Elektriker, Maler, kaufmännische Angestellte und so weiter und so fort. Und was haben Sie für eine Fachrichtung gemacht? Ich war bei der kaufmännischen Abteilung. Okay. Bis wann sind Sie in die Schule gegangen? Was für ein Jahr war das? Ich bin in die Schule gegangen von 1926 bis 1934 im März. Am 24. März 1934 bin ich entlassen worden. Und da hatte ich auch meine Konfirmation, da war ich 14 Jahre vorbei. Da wurde ich konfirmiert. Bei den Protestanten geht man zur Konfirmation, während bei den Katholiken die Kommunion im Vordergrund steht. Wie war das damals mit der Kirche? Mussten Sie oft in die Kirche? War das so üblich oder jeden Sonntag dann? Oder wie haben Sie das erlebt? Bei den Katholiken war der Kirchgang Pflicht, auch schulisch. Die Katholiken sind zweimal in der Woche in die Früh von 7 bis 8 in den Dom und in die Josefskirche gegangen, dann kamen sie in die Schule. Bei den Evangelischen, bei den Protestanten, war keine Kirchenpflicht, da konnte man gehen oder nicht. Da war keine Pflicht. Und wie haben Sie es gehalten? Ja, also ich habe mich gefreut, dass ich nicht morgens um 7 Uhr schon in die Kirche musste. Im Winter waren die Kirchen seinerzeit noch sehr kalt, besonders der Dom. Und in welche Kirche sind Sie dann gegangen als Protestant? Was war da? Meine Kirche, die war als Jugendlicher die Heilig-Geist-Kirche. Und zwar deshalb, weil mein Lehrer in der 5. und 6. Klasse Organist war, in der Dreifaltigkeitskirche, und er hat unter der Woche oder samstags, als die Orgel spielt, in der Heilig-Geist-Kirche. Und die Heilig-Geist-Kirche-Orgel, die musste mit Blasbälge getreten werden. Und wir als Buben von der Klasse mussten dann die Blasebalg treten, damit unser Lehrer spielen konnte. Und wenn kein Lied gezogen wurde, dann haben wir an der Feier teilgenommen, und wenn Lieder gesungen wurden, mussten wir in Aktion treten, damit die Orgel funktionierte. Und mein Lehrer war ein sehr bekannter Kirchenmusiker im protestantischen Kirchenwesen. Der hieß Adolf Graf und stammte aus Annweiler. Und die bösen Buben haben nur gesagt, die gehen beim Orgelgraf in die Schule, weil er die Orgel gespielt hat. Ja. Die Konfirmation, die Sie gehabt haben, erzählen Sie da mal ein bisschen drüber.
Das war ja bestimmt ein festliches Großereignis. Es war ein Großereignis und zwar zu einem unglücklichen Zeitpunkt. 1933 ist der Führer Adolf Hitler an die Macht gekommen, wie es damals hieß. Ja. Und da hat mit der Kirche nicht viel am Hut gehabt. Aber die protestantische Kirche, die war noch mehr geduldet, weil sie mehr nationalsozialistisch eingestellt war als die katholische Kirche. Und da konnten wir noch ein ganz gutes Fest feiern. Meine Konfirmation war sehr schön. Ich habe ein gebrauchtes Fahrrad für 5 Mark geschenkt bekommen und habe 30 Silberlinge gehabt, also 6 5 Mark Stücke. Das war viel Geld, die ich als Konfirmand geschenkt bekommen habe. Von der Großmutter, Tante und nächsten Verwandten. Und die Konfirmation war auch in der Heiligen Geist? Die Konfirmation konnte man sich nicht in Wirtschaften leisten, sondern die wurde zu Hause gefeiert. Da wurde im Schlafzimmer die Bitten abgeschlagen, damit Platz war für eine größere Tafel. Und da wurde die Verwandtschaft, die Großmutter, der Onkel und die Tante und die Nichten eingeladen. Da hatte die Mutter viele Kuchen gebacken und da wurde gut zu Mittag gegessen und dann hat sich das einen Kaffee getrunken und war Feierabend. Aber es war doch eine große Feier eigentlich, ne? Ja, die gedenken wir heute noch. Ja, war die war in der Heilige Geistkirche. Die kleinen Feiern der Kirche waren in der Heilige Geistkirche. Mhm. Die großen Feiern, die waren seinerzeit alle in der Dreifaltigkeitskirche, im Sommer in der Gedächtniskirche. Okay. Aber die Konfirmationen waren meistens im März und April, wenn es noch kühl war, und da konnte man die Heilige Geistkirche heizen. Und deshalb waren die Feiern dort. Mhm. Wir hatten 3-mal Kirchenprüfung, Einsegnung und Abendmahl. Also 3 Wochen hintereinander war das Fest und die Krönung war dann das Abendmahl mit der Konfirmation. Mhm. Haben Sie damals noch in der Wormser Straße gewohnt? Oder? Nein, wir haben dann in der Schwarzgasse gewohnt, Schwarzgasse Nummer 1, gegenüber der früheren Badeanstalt Lissing-Rexer, die es heute nicht mehr gibt. Und unser Haus wurde abgerissen. Und da steht heute, wie ich aus der Zeitung gelesen habe, ein niedergebauter Kunstbau. Also wo Ausstellungen stattfinden. Mhm. Unsere postalische Anschrift hieß Schwarzgasse 1. Und dieses Badehaus Rexer, was war das? Was wissen Sie das? Da konnten die Leute, die noch kein Bad in der Wohnung hatten, hatten die reichen Leute ein Bad. Und die Ärmeren hatten kein Bad in der Wohnung. Mhm. Die konnten dann für 50 Pfennig, 60 Pfennig baden gehen. Da haben sie die Kinder mitgenommen, die wurden alle gebadet und so weiter. War sehr schön. War das das einzige in Speyer oder gab es da noch mehr? Wissen Sie das? Es gab nur diese Badeanstalt. Im Sommer hat es am Rhein eine niemandsche Badeanstalt gegeben, wo man statt im freien Baden in einer Badeanstalt baden konnte. Es konnten sich aber auch nur die leisten, die etwas Geld hatten. Wir, die Ärmeren, wir mussten über die Schiffbrücke gehen und haben auf der Sandbank gebadet. Drüben im Badischen dann? Ja, im Badischen. Mhm. Und Sie haben gerade vorhin erwähnt, dass die Zeit im Dritten Reich, also als das damals war, was haben Sie da noch so erlebt? Schlechtes erlebt in etwa, weil mein Vater nach Ansicht der Nationalsozialisten ein Roter war. Mhm. Und die Roten waren verpönt und mein Vater wurde auch verhaftet 1933. Er musste in Untersuchungshaft lange Wochen einsitzen, bis er wieder freikam. In Speyer dann? Oder? In Speyer. Und hat dadurch seine Arbeitsstelle verloren, weil er nicht arbeiten konnte und war dann ein ganzes Jahr arbeitslos und musste dann als Not
Verordnungsdienst im Wald machen, Holz fällen und so Zeug, bis er wieder in der Zellulosefabrik Anstellung fand, Arbeit, weil er ein guter Mann war. Mhm. Wo war denn das Gefängnis in Speyer? Wie? Das Gefängnis, wo war denn das? Das Gefängnis war in der Harre-Johns-Gasse. Mhm. Wo heute das Amtsgericht ist, war ja. Daneben Teil ein Gefängnis. Und da war er dann drin gesessen. Und wie lange war das? War mindestens 4 bis 6 Wochen angesessen, bis er freikam. Das war natürlich sehr bedrückend für Sie. Mein Vater hat den Prozess gemacht bekommen vom Oberlandgericht in München und wurde dann aber freigesprochen, weil sie ihm nichts nachweisen konnte. Ich habe heute noch die Prozessakten im Schrank hier. Oh, das ist wirklich eine Seltenheit, ja. Haben Sie sonst noch irgendwas mitgekriegt, was da so gelaufen ist? 33, 34, ja, Bücherverbrennung und so weiter? Ja, ich habe mitbekommen, das war in den Maitagen 1933, da wurde auf der Hauptstraße, sprich Maximilianstraße, gegenüber dem Stadthaus, dem alten Stadthaus, war dann abends so gegen 18, 19 Uhr ein Aufmarsch, dann wurde ein großer Kübel, stand da und da brannte Feuer und da haben die Hitlerjugend, die Buben und SA-Leute Bücher reingeworfen. Die wurden verbrannt. Wie alt waren Sie damals? Ich war dort 14 Jahre alt. Hat man das schon irgendwie so wahrgenommen, was da jetzt passiert? Oder nein. Man hat nur wahrgenommen, dass es anders ist. Mhm. Die Musik war alles im Marschton. Mhm. Es wurden alles vaterländische Lieder gesungen. O Deutschland hoch in Ehren, du heiliges Land der Treu und so weiter und so fort. Und man musste nur noch im Marschritt marschieren. Und der große Komponist war der Hermes Niels. Auf der Heide blüht ein kleines Blümlein und das heißt Erika und so weiter. Es ist so schön, Soldat zu sein. Mit solchen Liedern wurden wir als Junge konfrontiert. Das hatte dann doch schon ein bisschen Einfluss, ne, aufs Leben. Ja, auch in der Schule hatte ich unter diesem Aspekt zu leiden. Mein Lehrer war ein Deutschnationaler, also ist dann auch hitlerisch geworden, wie man so schön sagte im Jargon. Mhm. Und weil mein Vater ein Roter war, das war nicht der Einzige, wir waren vielleicht 18 Buben in der Schule, die alle Väter hatten, die anders gesinnt waren. Und da hatten wir auch die Knute des Lehrers zu spüren. Er hat die Kinder, deren Väter anders gedacht haben, mehr bevorzugt. Das hat sich auch dann im Zeugnis niedergeschlagen. Mhm. Und ich musste sogar die Hitlerfahne tragen, wenn wir zum Sport marschiert sind. Der Sportplatz waren die 7 Linden. Das ist die 7 Linden waren dort, wo heute der Hesspark ist. Mhm. Da standen 7 Bäume. Da hatte die Bezeichnung mit den 7 Linden. Das war ein Sportplatz vom Arresthaus. Das Arresthaus war eine Einrichtung von protestantischen Jugendlichen, die Eltern hatten, wo die Ehe zerrüttet waren und die Kinder wurden hier erzogen. Und die Kinder mussten ja auch mal Sport treiben und die haben dort Sport getrieben. Und dort haben wir alles einen Schlüssel bekommen und sind mit unserem Lehrer dorthin, haben auch Sport getrieben. Und immer mit der Fahne voraus? Wir sind dann hinmarschiert. Die ersten 3, der mittlere war der Fahnenträger und rechts und links war die Begleitung und dann ist die andere gekommen. Das waren 42 Buben, wir mussten marschieren. Und dann gab es ja noch die Hitlerjugend und so weiter. Ab wie viele Jahre war das dann? Die Hitlerjugend, das Jugendvolk und dann ist die Hitlerjugend gekommen. Aber ich war Gott sei Dank leider nie dabei. Da haben Sie ja Glück gehabt. So, dann sind wir im Jahre 1935 angekommen.
da, also nach der Schule, 34 war ja Schule. Ja, da gab es 6 Millionen Arbeitslose. Mhm. 1933, 34. Und ich habe ein ganzes Jahr keine Arbeitsstelle bekommen. Eben weil ich den Hauch, den Touch habe von Rotzahlen. Wie war das damals? Gab es da so Arbeitsämter? Oder? Ja, da gab es Arbeitsämter. Wo war das? Oder wie musst du das? Das Arbeitsamt war in der Allerheiligen Gasse, ungefähr auf der Höhe zur Mönchsgasse, der Mönchsgasse. Und da war ein Mann gesessen, der hieß Weinschütz. Mhm. Da war mir gut gesonnen und hat mir dann am schönen Tag doch eine Stelle besorgt, dass ich bei der Zellulosefabrik eingestellt werde. Das war eine ziemlich große Fabrik, oder? Die Zellulosefabrik? Das war eine große Fabrik, ein großer Arbeitgeber in Speyer, oder? Die Zellulosefabrik hat ungefähr 300 bis 400 Leute beschäftigt gehabt. Mhm. Und hat Schichtbetrieb gearbeitet, das heißt Früh-, Mittags- und Nachtschicht, rund um die Uhr, nur sonntags war Feierabend, da war Ruhe. Und was haben Sie dort gemacht? Dann, ich wurde dann als Werkschreiber eingestellt, mhm, und habe die schriftlichen Arbeiten in einem Saal gemacht, wo ich aufschreiben musste, wer da war, wer fehlte, wie viele Stunden gearbeitet wurde, die Pläne, was ich zu arbeiten hatte, das war alles meine Arbeit. Und hat es Ihnen Spaß gemacht damals? Es hat mir Spaß gemacht, weil ich ja eine andere Arbeit nicht gefunden habe. Ja. Hatten Sie damals einen Traumberuf, den Sie erlernen wollten? Oder? Ja, ich wollte mal Elektriker werden als Traumberuf. Ich hatte immer früher das Elektrowesen interessiert. Aber dann haben Sie die ganz andere Richtung kaufmännische Angestellte. Ja. Oder kaufmännischen, ja, Bereich eingeschlagen. Ja, das war vielleicht mein Glück. Ja. Wie lange haben Sie dort gearbeitet? Dort habe ich gearbeitet 4 Jahre, von 35 bis 39. Am 1. September 1939 ist der Zweite Weltkrieg ausgebrochen. Und am 1. Oktober, 4 Wochen später, bin ich schon marschiert, Volk ans Gewehr, anders wurde eingezogen. Mhm. Und wurde eingezogen zum Fliegerausbildungsregiment 23 nach Kaufbeuern. Mhm. Das ist im Allgäu, ja, unterhalb Augsburg gelegen. Wie ist man da so eingezogen worden? Kam da ein Brief oder wie ist das? Ich saß montags, mittags gegen 4 Uhr am Kaffeetisch, da hat man noch mittags Kaffee getrunken und dann hat es geklopft. Meine Mutter hat ahnungslos hereingesagt, dann ist ein Mann gekommen und hat gesagt, ich komme vom Bezirksverband der Speyer, ich suche einen Herrn Hans Gruber. Da habe ich gesagt, das bin ich. Er hat gesagt, ich habe einen Stellungsbefehl. Er hat gleich gesagt, lesen Sie ihn. Da habe ich das Ding aufgemacht und war gestanden, sie haben sich am 1. Oktober abends um 20 Uhr in Mannheimer Hauptbahnhof im Wartesaal sowieso einzufinden, da werden sie von einer Gruppe übernommen. Ich habe also nur 4 Stunden Zeit gehabt, dann ging alles rasch schnell. Ich musste zur Zellulosefabrik mich melden, dass ich eingezogen wurde. Meine Mutter musste mich abmelden. Ich ging zu meinen Großmüttern, mütterlicher und väterlicher Seite, ich werde eingezogen. Meine Mutter hat mir noch 2 Hemden gekauft, eine Unterhose, damit ich sauber da stand. Ich habe das zwar auch gehabt, aber Mütter sind halt so. Und dann hat mich meine Mutter zum Bahnhof gebracht und hat furchtbar geweint, weil ihr ältester Sohn, ich habe noch 2 Brüder gehabt, eingezogen wurde und sie wusste nicht, ob er wiederkommt. Das heißt also, Sie wurden vorher gar nicht gemustert, sondern es wurde rigoros? Ja, ich habe vorher eine Musterung erfahren, mhm, aber das war ein halbes Jahr vorher.
aber nie im Entferntesten gedacht, dass ich gleich, wenn es donnert, anschießt, eingezogen werde. Also man kam ziemlich überraschend und auch sehr schnell, ne? Ja. So, dann sind sie nach Kaufbeuren, also erst nach Mannheim. Nach Mannheim, da wollte ich, dann waren noch mehr, so 40, 50 Leute, die eingezogen wurden, die wurden einen Zug abseits gesetzt und ab links in Richtung Stuttgart oder Augsburg nach Kaufbeuren. Und dann waren wir in Kaufbeuren und als wir dort 14 Tage waren, dann hieß es, wir werden versetzt. Dann sind wir wegen der Kriegsgefahr mit Frankreich, sind wir nach Berlin-Döberitz verlegt worden. Mhm. Und dann kam ich dann im November, im Oktober, November, kam ich dann nach Berlin-Döberitz ins Olympische Dorf. Und dort wurde ich ausgebildet und von dort aus bin ich nach Berlin-Tempelhof versetzt worden. Haben Sie da erstmal so eine Grundausbildung gemacht, also wie ja, man schießen ja, lernt und ja, alles und so weiter? Grundausbildung mit allen größten Schikanen, die es da bei der Wehrmacht gab. Echt, ja, also wirklich diese Maskenball und Robben und Gewehrklopfen und der Dusche und so weiter und so fort. Maskenball nehme ich an, so eine Gasmaske dann aufsetze und ja, dann und anders anziehen und lauter so Zeug. Also auch schon Schikane dann? Ja, leichte Schikanen. Okay, und dann sind Sie nach Berlin-Tempelhof oder was? Berlin-Tempelhof, ja. Das ist ein Flugplatz. Zur Fliegerhaus kam ich dadurch und weil ich Werkschreiber war und die jemanden suchten, wurde ich dann von meiner Kompanie abgeordnet und bin dann geblieben bis 1942, Ende 1942. Mhm. Und dann kam ich zur Reichswehrdienstschule in Berlin und dann blieb ich noch bis zu den Maitagen 1943 und dann wurde ich wieder versetzt nach Pommern. Nach Pommern? Ja. Wo genau dorthin? Unser Hauptstadtort hat Küsnig geheißen in Pommern. Mhm. Aber unser Fliegerhorst, unser Seefliegerhorst, da sind Seeflugzeuge angeflogen, da war an der Ostsee. Mhm. Und es war vielleicht 15, 20 Kilometer von Köstin entfernt bis an die Ostsee. Und was waren das für Flieger? Waren das Aufklärer oder? Nein, das war nur der Flugplatz. Mhm. Ich habe dort eine Ausbildung mitgemacht und war Ausbilder. Ich habe also Leute, die im Wetterdienst tätig waren, schießen lernen, die militärische Grundausbildung beigebracht, falls etwas war, dass auch sie einsatzbar waren. Mhm. Und so ein Kurs dauerte immer 4 bis 6 Wochen, dann kamen neue. Das war dann Köstlin. Das ging bis 1944? Ja, bis zum Oktober 1944 waren wir dann in Nest an der Ostsee bei Köstlin, das ist heute polnisch. Mhm. Und dann sind wir nach Wittingau, das ist Trebon, in Protektorat Böhmen-Mähren versetzt worden. Das war ganz in der Nähe von dem berühmten Budweiser Bier. Mhm. Das war eine heikle Angelegenheit, weil die Tschechen etwas feindlich gegenüber den Deutschen eingestellt waren. Die waren ja besetzt durch uns. Nicht? War keine angenehme Angelegenheit. War das mehr so dann Partisane oder irgend sowas? Ja, so im Untergrund. Mhm. Also man war nicht unbedingt sicher dort, das als Deutscher. Ja und nein, es ist immer mal wieder was passiert. Aber ganz zum Schluss sind wir wieder von Wittigau in Böhmen versetzt worden nach Peiting in Oberbayern. Mhm. Und ich wurde seinerzeit zur Vorhut abkommandiert, um Quartier zu machen.
Meine anderen Kollegen sind nie nachgekommen. Keiner wusste, wo sie blieben. Haben sie Glück gehabt, ne? Nur das Vorkommende ist da geblieben. Ja, ja. Nach Peiting, wann war das genau gesagt? Peiting, das war in Oberbayern. Ja, wann sind sie dorthin? Das war nach dem 20. April 1945. Mhm. Also in den letzten Kriegstagen. Bin ich von Wittingau weg als Vorkommando und habe noch ein paar Tage mitgemacht und dann hat es plötzlich über Nacht gerasselt und die Amerikaner sind durch unser Ort gefahren. Aber ich habe Glück gehabt, ich wohnte durch Zufall in einem Haus, die Familie hieß genau wie ich. Uh-huh. Und zwar Xaver Gruber. Und der Mann war Besitzer von einer Gastwirtschaft zum Dragoner. Und da hat mir die Frau von ihrem Mann, der eingezogen war, eine bayerische Tracht gegeben mit grünen Wiesen und Eichenblätter und Horndingen und einen Hut. Dann bin ich als bayerischer Jodler in Peiting rumgelaufen, obwohl ich Soldat war. Und 1000 Soldaten sind in die Gefangenschaft marschiert und ich bin am Rand in dieser Tracht, bayerischen Tracht gestanden und habe mit Wehmut zuschauen müssen, wie die anderen in Gefangenschaft marschiert. Dann hieß am schönen Tag, am 8. Mai 1945, alle, die Soldat waren, sollten sich melden, sie werden sofort entlassen. Mhm. Da habe ich mich auch gemeldet, ich war ja auch Soldat, habe wieder meine Klamotten, die bayerischen, zurückgegeben und bin als Soldat, habe ich mich gemeldet. Dann sind wir am nächsten Tag mit einem großen Lastwagen von den Amerikanern von Peiting nach Garmisch-Partenkirchen ins Olympia Eichstadion gefahren worden und dann sind wir 6 Wochen geblieben. Das heißt also doch nicht gleich entlassen, sondern... Nee. Und was haben Sie da gemacht? Da wurden Sie Fange gehalten. Ja, und dann hat hat es geheißen, habe ich gemeldet und so. Und so ist es gekommen, dass ich dort die Leitung von einem bunten Abend, der zweimal in der Woche stattgefunden hat, organisiert habe und habe dadurch ein schöneres, besseres Leben gehabt als die anderen 20.000, weil ich mich ja mit Vorbereitungsprogrammen befassen musste. Da müssen Sie mal jetzt ein bisschen mehr erzählen. Was haben Sie da genau gemacht? Sie haben da Unterhaltungschef gemacht oder? Ja, ich habe... Wir haben, erzählen Sie mal ein bisschen. Wir haben Leute gehabt, alles Gefangene. Mhm. Die waren Artisten, wir waren Musiker, die waren Sänger, die waren Zauberkünstler. Und da wurde alles beigetrieben. Akkordeon wurden aufgetrieben, die wurden einfach requiriert. Wie haben Sie herausgefunden, dass das Künstler waren? Ja, es wurde aufgerufen, wer kann. Okay. Da haben sich die alle gebildet. Da waren viele Wiener da, die alle einen künstlerischen Beruf hatten. Musiker und Schauspieler und Rezitatoren und Zauberkünstler und so weiter. Also wir haben alles gehabt. Und da haben wir ein Programm gestaltet, das zweimal in der Woche war, mittwochs und samstags. Um das Leben ein bisschen zu verschönern dort. Ja, und wir die Künstler, wir dürfen dann eine andere Wohnung besuchen. Wir haben sonst unter freien Sitzplätzen im Olympiastadion gesessen, haben nachts so geschlafen. Mhm. Bis dann der Lockerungsruf kam, dass die 20.000 Soldaten da Unterhaltung haben sollen. Haben wir Musiker, die haben natürlich gleich die amerikanische Hymne gespielt, den Sternenballer und so weiter. Da waren wir sowieso obendrauf. Wo waren die Instrumente her?
Ja, die haben es requiriert. Aha, also das kam dann von der Amis. Ja. Und sie haben das Programm dann zusammengestellt. Ja. Haben sie das dann auch moderiert vor den Leuten, oder? Moderiert habe ich nicht. Da war ein Wiener da, der Bubi, da hat er sehr geschickt gemacht mit seinem Wiener Schmäh. Und da war Hahn im Korbe, aber ich habe mich mit dem Programm befasst. Ich bin als Buffo aufgetreten mit einer Gärtin aus Ostrau. Mhm. Die Gärtin war die Soubrette und ich war der Buffo. Da haben wir so Lieder gesungen. Und wie lang? Das war dann abends, oder? Das war abends von um 8 bis um 10 und dann war Feierabend. Da kamen die Hall-Offiziere, die Amerikaner, haben in der Ehrenloge gesessen, weil es früher der Führer saß und die Hot-Volley und haben sich das Programm angeschaut, haben gespendet, Beifall gespendet und haben dafür gesorgt, dass wir dann entlassen wurden. Ja, wann wurde sie entlassen? Wann war das? Ende Juli 1945 hat es geheißen, wir sollen uns melden. Es gab Entlassungsscheine und dann wurden wir wieder verfrachtet. Wir schliefen eine Nacht im Wald und dann wurden wir wieder auf einen Lastwagen und da fuhr uns von Garmisch-Partenkirchen bis nach Mannheim in den Luisenpark. Die ganze Nacht durch, stehend auf dem Wagen. Er konnte nicht Pipi machen und nichts. Immer störfrei weg. Über notdürftige Brücken, über die Donau und überall ist es gegangen. Es fielen auch manchmal Schüsse durch die französische Zone, wo die Franzosen nach uns geschossen haben. Aber es ist nichts passiert. Und dann wurden wir in Mannheim ausgeladen, gepudert und dann dürfen wir nach Hause gehen. Das Pudern, warum hat man das gemacht? Damit wir desinfiziert werden, nicht gepudert haben, weil das so weißes Zeug war. Mhm. Es wurde mit Luftdrucker die Arme reingeblasen, damit keine Filzläuse und so weiter mitschleppt. Und das war die Vorsichtsmaßnahme. Und dort in Garmisch-Partenkirchen habe ich meinen ehemaligen Schullehrer getroffen, der auch Gefangener war. Und ich habe gemacht, dass der, oder besorgt, dass der mit mir entlassen wurde, der Orgelgraf, von dem ich mal erzählte. Und der ist dann auch mit entlassen worden? Ja, und wir sind beide... Die gleiche Laster dann? Wir sind beide nach Ludwigshafen, das war damals noch amerikanisch, bis zum Rheinblock, das war in der Nähe vor allem Hauptbahnhof. Und dann hat sich er nach Grünstadt in ein Pfarrhaus abgesetzt, das er von früher kannte. Und ich saß da, Mutterseelen allein, was soll ich machen? Und dann kam ein junges Mädchen mit dem Fahrrad, er sagte, ach Gott, sie armer Soldat, wo wohnst du denn hin? Da habe ich gesagt, ich muss nach Speyer. Sagte, da dürfen sie nicht hin, da holen sie die Franzosen, tun sie ins Bergwerk sticken. Mhm. Und das war für mich ein Auslöser, dass ich nicht gefahren bin. Da habe ich gesagt, was soll ich machen? Ich, sag, ich gehe heim und frage meine Mutter und meinen Vater, ob ich es bringe. Ich habe nie daran gedacht, nach einer halben Stunde kam sie angerannt. Aber meine Mutter, mein Vater hat gesagt, sie können mitkommen. Da habe ich bei denen auf dem Dachboden auf einer alten Matratze schlafen dürfen. Und so habe ich circa 10 Tage bei denen verbracht. Inzwischen habe ich am Bahnhof die Leute, die in der Anleihen und sonst arbeiten, sind dann immer dort ausgestiegen und weitergegangen. Da habe ich einen Mann getroffen, der bei uns um die Ecke in Speyer wohnte. Da war mein Postamt Ludwigshafen. Und dann habe ich angesprochen, da hat dann mein Enkel gesagt, dass ich in Ludwigshafen bin. Da hat mir eine alte Hose mitgebracht und ein altes Fahrrad. Das habe ich dann mitgenommen und dann ein Zettel. Mein Vater hat während des Krieges mit französischen Arbeitern zusammengearbeitet. Mhm. Und mein Vater und meine Mutter haben die an Sonntags eingeladen zu einer Suppe. Nicht viel, aber etwas. Und meine Mutter hat ihn als Kleider zusammengenäht, Schuhe,
So Schuhschlappen. Und da hatte er meinem Vater ein Zertifikat geschrieben, also eine Bescheinigung, dass ein bisschen Grubert, August Grubert, ein guter Mann war und geholfen. Und ich heiße am liebsten zweiten Namen auch August. Und das hat mir mein Vater mitgeschickt, diesen Zettel. Und diesen habe ich dann mitgenommen, war kein Datum drauf gestanden, wann geboren, nur August Gruber. Und ich habe gezeigt, Hans August, und da habe ich gehen dürfen, habe mich nie geholt. Das waren dann Fremdarbeiter oder was? Oder Kriegsgefangene, französische Kriegsgefangene? Die deutsche Kriegsgefangene, ja. Der Mann, die Leute, die meinem Vater bescheinigt, waren französische Kriegsgefangene, die arbeiten mussten in Deutschland. Und die haben dann meinem Vater diesen Zettel geschrieben. Mein Vater hat noch zweimal die Leute empfangen, die kamen dann mal rausgefahren in den 50er Jahren und haben sich bei uns gemeldet. Aber Kontakt haben Sie? Nein, nicht mehr. Ich bin einmal auf einer Reise nach Frankreich nach Marseille gegangen, wo der eine wohnte. Und da war er durch Zufall gerade in Urlaub. Also die waren nicht nur vom Elsass oder so, sondern also wirklich vom tiefsten Frankreich, Südfrankreich und so weiter sind die da, haben die in Speyer arbeiten müssen. Ja, und als Ausgleich haben dann die Franzosen die Rache umgesetzt und haben die deutschen Soldaten bei sich ins Bergwerk gesteckt oder anderswohin, mussten die arbeiten. Aber ich bin Gott sei Dank verschont geblieben. Jetzt haben Sie ja während des Krieges haben Sie ja Ihre Frau kennengelernt. Ja, meine Frau habe ich bei der Kommandatur in Berlin kennengelernt, und zwar Ende 1941. Da kam sie jeden Morgen zu uns und holte die Post ab. Wir waren die Postzentrale und haben die Post für alle, die da in dem Bau waren, verteilt. Und meine Frau war bei der Gebührenstellung und da hat sie immer die Post holen müssen für ein Schiff. Und dann kam sie jeden Morgen und hat die Post geholt. So habe ich sie kennengelernt. Dann habe ich sie am schönen Tag gefragt, ob sie nicht mal mit mir gehen wollte. Ich sei eingeladen zu Kaffee und Kuchen bei meiner Kompanie. Da hat sie gesagt, da muss ich erst den Vati fragen. Mhm. Und am übernächsten Tag hat sie dann zu mir gesagt, ja, dein Vater gefragt, aber es muss um 10 Uhr wieder zu Hause sein. Und so hat es dann das Verhältnis gegeben, erst locker, dann etwas mehr gefestigt und zum Schluss ist eine Ehe draus geworden. Sie haben dann auch in Berlin geheiratet? Ich habe in Berlin geheiratet und zwar am 5. Oktober 1942. Ich war also dieses Jahr 70 Jahre verheiratet, habe also Gnadenhochzeit gefeiert, wie man so schön sagt. Respekt, meine Anerkennung. Jetzt waren Sie aber in Bayern, beziehungsweise von Garmisch dann wieder nach Mannheim und Ludwigshafen. Und Ihre Frau war aber noch, die war noch dort. Ja, ich wurde seinerzeit nicht in die russische Zone entlassen. Die Amerikaner haben nur in die britische und die französische Zone entlassen, nicht in die russische. Und da musste ich wohl oder übel, weil ich in Speyer geboren bin und meine Eltern hier waren, nach Speyer gehen, weil ich ja nicht konnte. Und ich habe ein halbes Jahr nicht gewusst, wo meine Frau ist. Ich habe nur Ende Februar, Anfang März ein Telegramm bekommen, dass meine Frau geflüchtet ist und in Bronn bei Stralsund bei einem Herrn sowieso wohnen würde. Und da bin ich auf Verdacht dann Ende Oktober mit einem Laissez-passer, den meine Mutter besorgte, weil sie einen Mann kannte, der bei ihr in der Schule war und dort im Büro ein Deutscher, der aber gut Französisch sprach, mir den Laissez-passer-Schein besorgte. Und dann bin ich aufs Geradewohl gefahren und als ich nach Bronn kam, nach 8 Tagen Bahnfahrt, jeden Tag habe ich schon anders gewohnt, bei Leuten, die alle
ein gutes Herz für mich hatten, weil ich meine Frau suchte. Dann habe ich beim schönen Tag, war ich schon dort gestanden vor dem Mann, wo ich die Adresse her hatte, dass er gesagt, ja, ihre Frau ist nicht mehr da, ihre Frau ist wieder nach Berlin. Er muss wieder nach Berlin. Aber wo in Berlin? Da bin ich zu einer Tante gegangen und ich wusste, dass sie dort wohnt und die hat mir dann geholfen. Da habe ich gesagt, ja, sie weiß, wo sie ist. Und so haben wir uns wieder Ende Oktober 1945 wiedergefunden. Und meine Schwiegermutter musste Steine klopfen bei den Russen. Mhm. Und meine Frau hatte ein kleines Kind gehabt, die konnte nicht arbeiten. Und der Zustand war jämmerlich. Es gab nichts zu essen. Die Wohnungen waren auch nicht mehr da. Und dann haben wir gesagt, wir versuchen wieder nach Hause zu gehen. Und dann haben wir uns wieder auf den Weg gemacht und sind auf abenteuerliche Weise im Austausch 50 rüber, 50 über ausgetauscht worden, bis wir wieder in Speyer gelandet sind. War eine abenteuerliche Reise. Ja. Aber Sie hatten ja auch dann relativ viel Glück, ne, wenn man sich das so anhört. Ja, das ich ist erinnere mich, meine Großmutter hat mal zu mir gesagt, Hänsel, du bist ein Sonntagskind. Du bist am 12. Oktober an einem Sonntag geboren. Du wirst im Leben immer Glück haben. Das hat sich bewahrheitet. Das Glück stand mir immer bis heute zur Seite. In der Tat, in der Tat. Also Sie waren dann wieder in Speyer. Wo haben Sie da gewohnt dann mit Ihrer Frau? Wir haben in den ersten halben Jahr haben wir bei meinen Eltern gewohnt. In der Schwarzgasse? Sehr beengt, aber es ging. Mhm. Mit gutem Willen ging es. Und die Eltern haben für meine Frau und mein Kind und für mich sehr viel geopfert. Obwohl noch zwei andere Buben da waren. Wobei mein mittlerer Bruder Kriegsversiert aus Stalingrad kam, da hat das Bein verloren. Mhm. Ist aber leider vor Jahren verstorben. Und dann haben wir eine Wohnung bekommen in der Gerhard-Hauptmann-Straße, die hieß früher Hermann-Göring-Straße. Mhm. Das war die sogenannte Flugzeugsiedlung hinterm Robo. Okay, warum Flugzeugsiedlung? Weil die Häuser von den Flugwerken gebaut wurden, für Bedienstete bei den Flugzeugwerken gearbeitet haben. In Speyer war während des Kriegs eine große Flugzeugfirma. Und da haben die Leute gearbeitet, die haben hier Wohnung bekommen. Und dort war eine Wohnung frei und die haben wir bekommen. Ein Zimmer, eine Küche, eine Mansarde. Das war wann ungefähr? Das war 1946. Und da haben Sie natürlich auch geguckt, dass Sie wieder was zu arbeiten finden. Ja, ich bin Ende 1945 durch einen guten Bekannten aufmerksam geworden, dass ein Theaterunternehmen was sucht für die Märchenbühne. Und da habe ich mich gemeldet. Ich habe vorgesprochen und er hat auch gesagt, er engagiert mich, wie es so schön hieß, und hat mir einen Vertrag über 100 D-Mark gegeben. Es war viel Geld zu einer Zeit. Die 100 Mark waren das pro Monat oder? Ja, pro Monat. Und dann? D-Mark, das heißt also schon nach 48 oder? Oder Reichsmark oder? Reichsmark. 48 war die Währungsreform. Genau. Da war ich schon nicht mehr dabei. Und das habe ich so ein gutes Jahr mitgemacht. Das war mehr oder weniger ein Zigeunerleben. Heute in Neustadt, morgen in Oggersheim, übermorgen in Ludwigshafen und dann wieder in Rülsheim und dann wieder dort und so weiter. Es war immer ein Rumfahren. Es hat nichts Gescheites zu essen gegeben und so weiter. Und das hat mich nicht müde gemacht, aber es war für mich unstet. Da war das hin und her.
Dann habe ich mich bemüht und bin da zur Landesversicherungsanstalt Anfang 1947 gekommen, wo ich bis zu Ende meiner Pensionierung mit 62 Jahren tätig war. Die Landesversicherungsanstalt, das ist ja noch damals noch nicht das Hochhaus gewesen? Nein, die Landesversicherung war am Dom. Mhm. Und zwar, das Haupthaus ist heute das Stadthaus der Stadt. Mhm. Und war damals noch von den Franzosen besetzt. Und wir waren da drin, wo heute der Domhof ist. Mhm. Das war unser Bereich. Mussten Sie dann immer über die Straße laufen oder gab es da so eine Verbindung? Ne? Ja, aber die war durch die Franzosen gesperrt, weil die Franzosen ja das Haupthaus besetzt hatten. Mhm. Und da war der Übergang geschlossen. Erst als die Franzosen auszogen, das Haus verlassen haben und die LVA wurde wieder frei. Da ist die LVA rübergezogen und wir hat dann zwei Häuser gehabt, das Haupthaus und, die, und der heutige Domhof. Mhm. Aber Sie haben schon gemerkt damals im Kriegsgefangenenlager, dass Sie ein gewisses Talent haben, Leute zu unterhalten. Ich habe bei meiner Kompanie früher in Berlin Unterabende gemacht. Mhm. Bei Wehrbetreuungsveranstaltungen habe ich mitgemacht. In der Gefangenschaft habe ich mitgemacht. Und das hat sich auch in den beruflichen Tagen nach 45 ausgewirkt, indem ich bei der LVA tätig war und auch dort als Maître de Plaisir auftreten bin. Was haben Sie da so aus? Haben Sie Weihnachtsfeiern gemacht oder was haben Sie da gemacht? Bunte Abende, Weihnachtsfeiern, Betriebsausflüge, Sportveranstaltungen, alles, was nötig war. Und was hat man da so gemacht als Ausflug oder wo ist man da so hingefahren? Erst waren es Ausflüge, die in die nähere Umgebung waren. Und dann wurde die Reise durch immer mehr geweckt. Dann fuhr man mit den Omnibussen mal nach Ludwigsburg, dann fuhr man nach Frankfurt, dann fuhr man nach Saarbrücken und so weiter, nach Straßburg und so weiter. Das hat sich immer mehr entwickelt. Rotenburg, Obertauber und so weiter. Haben Sie dann die Busse aus Speyer dann irgendwie angemietet? Ich habe alle Speyerer Unternehmen bedacht. Merl und Deutsch und wie sie alle hießen, die habe ich alle. Wir fuhren eins mit 12, 14 Omnibusse fort. Das war, wenn wir fortgefahren sind, das war eine Heidenarbeit, das zu organisieren. Wir mussten ja dort die Leute zum Essen bringen. Da haben wir also in Baden-Baden in großen Hallen zum Mittag gegessen. Da wurde für 500 Leute serviert. War die so groß, die Belegschaft, ja? 500? Ja, die Belegschaft war mindestens am Anfang 300 bis 400 Leute da und wurde dann immer stärker. Mhm. Dann ist dann auch noch jeder mitgefahren. Da hat es also nicht gegeben, nee, ich habe gelustig gespielt. Ja, nein. Das war alles selbstverständlich. Vom Lehrling bis zum großen Direktor. Die Reise durch war groß, weil ja nichts vorher nicht war. Mhm. Und Weihnachtsfeiern und so, das haben sie auch alles organisiert? Ja, haben wir im Lamm. Das Lamm ist, das Lamm ist in der Worpser Landstraße, wo man das Kapitol gespielt war. Mhm. Soll ich mal das näher? In der Nähe vom Vorsitz. Von der Bernhardskirche, ne? Ja, gegenüber. Die haben einen großen Saal gehabt, da haben wir die Festival in der alten Schwarzen Barbarei. Und dann, als die LVA größer wurde, haben wir im alten Stadtsaal und in der neuen Stadthalle gefeiert. Haben Sie dann auch so Musik dann engagiert? Oder haben ja, Sie wir haben gemacht? Als Leute Künstler organisiert. Wir haben tolle Programme gehabt, die immer ich angesagt habe. Mhm. Und irgendwann sind sie dann mal von der Stadt, die LVA, dann raus ins Hochhaus. Das wurde 1960 sind wir
sind wir umgezogen. Das war Anfang Februar, März sind wir da. 1960 sind wir da rausgezogen. Ich entsinne mich noch, als wir das Brettfest 1960 gefeiert haben, war auf dem Hochhaus eine 10 Meter große Brezel gestanden, beleuchtet ganz oben im 13. Stockwerk, die über ganz Speyer strahlte. Gibt es da noch Fotos davon? Ja, ich weiß nicht. Müssen wir mal gucken, das ist bestimmt ein interessantes Motiv. Da haben sie dann auch gearbeitet, oder bis 1981, aber Arbeit ist ja nicht alles. Sie haben ja auch Freizeit gehabt und haben sich da weiter engagiert im Bereich der Unterhaltung. Ich habe mich zum Beispiel 1946 der Heiligen Muse noch mehr zugewandt, sprich der Narretei. Mhm. Und ich bin am 1. Januar 1947 zur Speyerer Karnevalgesellschaft gekommen und ihr beigetreten und war dieses Jahr am 1. Januar 2012 65 Jahre Mitglied bei der Speyerer Karnevalgesellschaft. Und seit der Zeit war ich aktiv, also 65 Jahre bis dieses Jahr. War das damals die einzige Karnevalsgesellschaft? Ja. Oder gab es da noch mehr? Nee. Nein. Die Speyerer Karnevalgesellschaft war Nachfolgerin von der Karnevalgesellschaft Gamprina. Mhm. Die Gamprina stammte von 1887, ist aber im Dritten Reich eingegangen. Und da waren große Zerwürfnisse 1933, 34, 35, weil die KDF Kraft durch Freude alles an sich gezogen hat und keine anderen neben sich haben wollte. Und dann hat ein guter Speyerer Nationalsozialist, der berühmte Herr Delobel, das war der Mann in Speyer, der hat es durchgesetzt, dass die SKG gegründet werden konnte. Dann war neben der KDF-Organisation hat auch die SKG als Unterhaltungsorganisation bestanden. Allerdings nur zeitbeginn, weil die Fastnacht ja nur 4-5 Wochen dauert und dann war wieder rum. Und das war vielleicht der Grund, weil man gesagt hat, genehmigt doch den Narren das, die sind ja doch bloß 4 Wochen dran. Mhm. Und so ist es gekommen, dass ich bei den Narren gelandet bin. Ist ja eine bewegte Zeit. Was haben Sie da gemacht bei den Narren? Was haben Sie da alles? Bei den Narren war ich zuerst Till Eulenspiegel. Mhm. Das ist die Narrenfigur, die Urfigur, die den Leuten den Spiegel vorhält, ja, und sagt, so wird's gemacht. Und das habe ich ungefähr anderthalb Jahre gespielt. Dann hat man mitbekommen, dass ich zu mehr fähig bin als zum den Eulenligen Spiel. Dann wurde ich Sitzungspräsident 1950. Mhm. Und das war ich 33 Jahre, war ich Sitzungspräsident der Speyerer Karnevalgesellschaft. Also Mitglied vom Präsidium der SKG. Ich habe also alle große Sitzungen geleitet. Respekt. Wir hatten das damals geplant, also diese ganzen Sitzungen, die müssen ja im Ablauf geplant werden, ja, im Vorfeld. Ihr hat einen Willi Fleischmann geplant. Mhm. Der Willi Fleischmann war auch lange Jahre erster Vorsitzender der Vereinigung Badefelscher Karnevalvereine mit Sitz in Speyer. Mhm. Und der kannte meine Mutter gut und hat gesagt, du, dein Sohn soll mal kommen, der ist bei uns gut aufgehoben. Und so wurde da die Verbindung geknüpft und so bin ich auch dort gelandet. Hatten Sie dann auch Einfluss als Sitzungspräsident auf das Programm oder wurde das vom Herr Fleischmann da allein? Ja, am Anfang war der Herr Fleischmann der Zar, also der Selbstherrliche, der was sehr bestimmt hat, wurde gemacht. Erst später wurde ein demokratisches Gefühl sichtbar und dann wurde ein Mitspracherecht mehr akzeptiert.
Und die Speyerer Bevölkerung, wie hat die das so angenommen, die Fachsitzung? Ja, die Speyerer Bevölkerung war ja froh, weil es nach dem Krieg ja gar nichts gegeben hat. Die war für jeden Schnores, wie man so schön sagt, dankbar. Und da hat sich, das hat sich dann gesteigert. Wie waren die Sitzungen damals? Sind die Leute verkleidet gekommen? Oder? Ja, die Leute sind seinerzeit noch mehr verkleidet gekommen wie heutzutage. Mhm. Ich kann mich entsinnen. Da waren die, hier hat es Massenbilder gegeben, da war jede Person war verkleidet. Wo waren denn die Festivitäten? Die Festivitäten waren erstmal in den Wirtschaften. Mhm. Da hat es da eine Sitzung gegeben. Und jede Wirtschaft, jede gute Wirtschaft, hat früher ein Nebenzimmer gehabt, wo so 40, 50, 60 Leute reingegangen hat. Die Schwarz-Storch-Brauerei, die Anker-Brauerei, der Seelinger, der Pfalzgraf und wie sie alle hießen. Die sagen Sie gerade mal, wo die sind, also Schwarzstorche Brauerei in der Korngasse? Schwarzstorche Brauerei ist der Korngasse. Mhm. Alte Schwarze Brauerei. Alte Schwarze, ja. So. Der Flamm war da draußen, hat auch, was habe ich noch? Seelinger? Die Anker Brauerei ist der Rheindorfer Straße unten. Mhm. Die haben auch ein großes Nebenzimmer gehabt, wenn man da aufmachte. Dann war ein großer Saal. Bei Seelinger hat die Hand ein großes Leben. Der Adler auf der Hauptstraße, wo heute umgebaut wird, für den Dockeriemarkt. Ja. Da war der Adler, das war die erste Wirtschaft in Speyer, mhm, wo die ganze Hotellerie hinging und sich getroffen haben. Die haben einen großen Saal gehabt. Katholische Vereinshaus, protestantische Vereinshaus, das war überall etwas los. Der Seelinger war wo? Der Seelinger war, da haben wir heute, der Supermarkt drin ist, dem Eiscafé, auf der Hauptstraße, oder? Ja, gegenüber von Preuß. Ah, okay, ja, wo du da redest, so glaube ich, dann jetzt Haus. Fröde Kaisers Kaffee. Ja, so. Genau, da, ja. Da. Ah, okay. Hat der Seelinger Kaiser oder war das der Inhaber? Die Wirtschaft, die heißen Brauerei Hauser. Ah. War da früher eine Brauerei war und der Besitzer hieß Hauser. Und die Wirtschaft hat den Namen Brauerei Hauser gehabt, aber der Besitzer, der Inhaber, Metzger und Wirt, war August Seelinger. Mhm. Es gab ja viel, relativ viel Brauereien in Speyer, gell? Ach. Die Sonne, glaube ich, war auch noch. Die Sonnebrauerei, die Schwanenbrauerei, die Storchenbrauerei und ach, wie es alle hießen. Ja. Die Ankerbrauerei. Die Anker, ja. Also gab es die Festivitäten, die Sitzungen, die waren in den Die waren Säle. Immer in kleinen Rahmen mit so 40, 50 Leute. Wie die Stadthalle gab es ja noch nicht. Wie? Die Stadthalle gab es ja noch nicht. Die Stadthalle gab es schon in Form von alten Stadtsaal. Mhm. Aber das war für die Feste zu teuer. Ah. Die Säle haben kein Geld gekostet, weil der Wirt durch dringenden Umsatz hatte. Ja, ja. Und dann hat man das vorgezogen. Und es war ganz nett, da wurden bunte Kappen und Abende und Elfe-Sitzungen gemacht, die sehr schön waren. Hat man da immer den Saal gewechselt? Also gab es da verschiedene? Oder, ja, oder waren dann alle Woche Sitzungen? Die Leute waren da alle Mitglied bei der ersten Speyerer Karnevalgesellschaft in Speyer. Mhm. Da ist man heute zum Seelinger gegangen, morgen zum Schmidt, übermorgen zum Flörschiger und dann, man hat jeden Mann abgeweckt. Und da gab es ja auch noch, ich glaube, Herrensitzung? Die Herrensitzung, die ist erst später entstanden und zwar 1966. Mhm. Initiiert von einem Herrn Diplom-Ingenieur Dr. Otto Hiss. Der hat dann Werner Hill, das war ein Redakteur einer Speyerer Zeitung, aufmerksam gemacht, dass eine Herrensitzung auch sehr gefragt wäre. Und ich darf mir zugute halten, dass ich neben Herrn Hill der Einzige bin, der die Speyerer Herrensitzung aus der Taufe
1966. War das dann auch gleich im Weinmuseum? Oder? Ja, im alten Weinmuseum. Da war das Weinmuseum noch nicht umgebaut. Und das war noch sehr, sehr schön. Eine Atmosphäre, wo der Urban, der Weingott, sichtbar war. Mhm. Heute ist in einem Nebenraum vom Museum, das früher die Hausmeisterwohnung vom Museum war, die umgebaut wurde, finden da die Veranstaltungen statt. Aber auch genauso gut. Gab es die Herrensitzung vor der Damensitzung? Meistens ja. Nee, also von der Gründung Nein, her? Erst in die Damensitzung gekommen. Okay. Und die Damensitzungen wurden von meiner Frau ins Leben gerufen. Weil meine Frau das hat abgefärbt, obwohl sie Berlinerin ist, hat die Fasnacht abgefärbt auf die. Und die Leute haben gesagt, du hast einen Mann, der bei der Fasnacht tätig ist, du kannst doch du auch. Und so ist es gekommen, dass meine Frau ungewollt in die Rolle der Sitzungspräsidentin gekommen ist. Und die hat es 11 Jahre bewältigt. Und da hat sie gesagt, 11 Jahre Passt. Ist eine närrische Zahl, drehen wir ab. Ich war 33 Jahre Sitzungspräsident, dreimal 11 Jahre. Ja. Da habe ich auch das Handtuch geworfen. Das heißt, ich habe ihn mitgemacht, aber das Amt habe ich nicht mehr begleitet. Aber es hat Ihnen einen riesen Spaß gemacht. Ja. Und jetzt haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, dass Sie auch die Orten gemacht haben. Also Sie waren quasi ja, die Schöpfer der Karnevalsorten. Ja, ich habe sehr viele Orten gemacht. Und zwar in einem Zeitraum von gut 30 Jahren habe ich über 300 Orten getätigt, wovon Mitte 60 mit Speyerer-Motiven waren. Mhm. Und die haben sie dann entworfen und die wurden in einer Firma dann umgesetzt? Jawohl, die habe ich entworfen und die wurden von einer Firma im Schwäbisch Gmünd umgesetzt. Wie lange braucht man da, um so einen Ort zu entwerfen? Ja, das ist unterschiedlich. Vielleicht eine Woche. Mhm. Wenn man schwanger geht mit der Idee, manchmal noch schneller. Also hatten die Orten immer so einen Speyerbezug? Ja. Oder meistens? Ich werde Ihnen nachher mal einen zeigen. Sie werden staunen, was man auf Speyer alles machen kann in Form von Orten. Ja gut, die Geschichte von Speyer gibt ja genug her. Ja. Und wie haben Sie das dann empfunden? So, in den letzten 10 Jahren hat sich ja die Speyerer Fastnacht ja, leider entwickelt. Durch persönlichen Neid immer eine Spaltung vollzogen worden. Mhm. Aus der SKG wurde das Gattechor. Aus dem Gattechor wurde die SD 2000. Aus dem Gattechor wurden die Rheinfunken und so weiter. Und so hat sich das alles verästelt, aber die Mutter aller Karnevalvereine ist die Speyerer Karnevalgesellschaft, auf die ich sehr stolz bin, bis zum heutigen Tage. Es ist nur so, dass man, wenn man älter wird, leicht in Vergessenheit gerät. Mhm. Dafür machen wir diese Serie, dass es eben nicht in Vergessenheit gerät, was die Speyerer Bürger alles so erlebt haben und auch initiiert haben. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz recht herzlich. Es ist ein sehr interessantes Leben. Es hat mich sehr, sehr interessiert und es war sehr spannend, was Sie erzählt haben. Und ich hoffe, dass Sie noch lang uns erhalten bleiben. Ihren Nachlass bzw. Viele Ihrer Werke, Sie haben sehr viele Gedichte und Lieder geschrieben, kann man im Stadtarchiv nachgucken. Also es ist immer mal wieder wert, ins Stadtarchiv zu gehen und nach dem Herrn Gruber zu forschen. Ja. Herzlichen Dank. Bitteschön.